Perfekte Halb- und Halbaufnahmen mit der GoPro? Ja, das geht. Mit einem Domport-Gehäuse, wie zum Beispiel diesem hier von der Firma Telesin. Hallo und herzlich willkommen, Dieter Baumann hier. Gibt es noch mehr Vorteile, die ein Domport-Gehäuse mit sich bringt? Ja, die gibt es. Ganz speziell das Beibehalten der Objektivbrennweite. Diesen Punkt schauen wir uns hier im Video später genauer an. Aber als allererstes möchte ich mit dem Domport-Gehäuse ins Weihwasser gehen und ein paar erste Testaufnahmen machen. Let's go! Um genau zu sehen, was und wie alles im Telesin-Karton enthalten ist, machen wir als erstes ein Unpacking im Zeitraffertempo. Nachdem wir alle Teile aus dem Produktkarton herausgenommen haben, brauchen wir nur noch das Domport-Gehäuse aus seiner schützenden Zellophanhülle nehmen. Es gibt nur die viereckige Öffnung für die Frontlinse der GoPro, die in den Dom hineinschaut, aber keine für den Frontscreen. Der Domport selber ist aus Kunststoff gefertigt. Glas wäre nicht nur viel, viel teurer, sondern auch deutlich schwerer. Die Rückwand ist aus schwarzem Kunststoff und in einem Stück mit einem Gehäuse für die GoPro verbaut. Ein sehr wichtiges Zubehörteil ist der mitgelieferte Schutzüberzug gegen das Verkratzen der Domportscheibe. Das integrierte Gehäuse nimmt die GoPro genauso auf, wie alle anderen Unterwassergehäuse dies tun. Den mitgelieferten Handgriff verwende ich andauernd. Das Zwischenstück mit dem Hebelauslöser verwende ich nie, da es mir die Sicht auf den hinteren Bildschirm zudeckt und außerdem sehr, sehr wackelig ist. GoPros im Gehäuse oder bei den neueren auch ohne dem Gehäuse haben nur diese kleine quadratische Scheibe vor der eigentlichen Linse. Hier die Kamera so zu halten, dass eine Halb- und Halbaufnahme entsteht, ist schon bei ruhiger Oberfläche fast unmöglich. Des Weiteren entsteht durch den Nahabstand von Frontglas und eigentlichem Objektiv eine sehr dicke Trennlinie. Ganz anders schaut es beim Domport aus. Der Abstand vom Linse zur Glasvorderseite ist viel weiter und wir haben dadurch eine viel kleinere, dünnere Trennlinie und auch Bewegungen der Wasseroberfläche sind nicht stark bemerkbar. Bei der nächsten Szene kann man das physikalische Gesetz der Lichtbrechung gut beobachten.
Bin ich mit dem Tonboard noch über Wasser, sehe ich zuerst den Teil der Freitaucherin über Wasser normal und unter Wasser den Teil, den ich durch die Oberfläche sehe, vergrößert. Gehe ich mit dem Tonboard langsam unter Wasser, ist im untergetauchten Teil die Proportion wieder normal. Bin ich auf der Halb- und Halbposition angekommen, ist alles wieder perfekt. Um diesen Unterschied deutlich aufzuzeigen, habe ich Testaufnahmen mit dem Flatboard der nackten GoPro und eingebaut in den Tonboard gemacht. Ein weiterer Punkt für den Bildwinkel ist auch die Bildstabilisierung. Schalte ich diese ein, verringert sich auch die Brennweite. Als Objektiveinstellung in der GoPro ist weit gewählt. Beginnen wir mit der nackten GoPro, sprich ohne Gehäuse, mit der Stabilisierung eingeschaltet auf Boost, dann danach die Stabilisierung ausgeschaltet. Als nächstes montieren wir die GoPro in das Tonboard-Gehäuse, starten auch dort mit der Stabilisierungseinstellung Boost und danach schalten wir die Stabilisierung aus. Wenn wir die Aufnahmen direkt nebeneinander stellen, sehen wir, dass die Bildwinkel von Flat ohne Stabilisierung zu Tone Boost fast identisch sind. Es ergibt sich ein deutlicher Zugewinn bei Verwendung des Toneboards. Mein lieber Apnoe-Kollege Shindy steht mir für die nächsten Aufnahmen Modell. Bei diesen Aufnahmen sieht man genau, wie viel zusätzliches Weitwinkel ich gewinne. Dieser erweiterte Bildwinkel verschafft mir nicht nur mehr optische Tiefe, sondern hilft mir auch bei schlechter Sicht, viel näher an das Objekt herankommen zu können. Der minimale Nahabstand der GoPro von ca. 60 cm für scharfe Aufnahmen darf aber hier auch nicht unterschritten werden. Wassertropfen auf der Tonboardscheibe können in manchen Fällen die Aufnahme ruinieren. Ein Untertauchen vor einer Aufnahme hilft immer für einen kurzen Zeitraum. Situationen mit wenig Licht sollte man für Halb- und Halbaufnahmen vermeiden. Hier ist ansonsten der unter Wasser liegende Teil komplett unterbelichtet. Des Weiteren muss auf Schmutz, wie zum Beispiel Blütensamen, auf der Oberfläche geachtet werden, da dieser gerne am Tonboardglas außen haften bleibt. Beim Filmen unter Wasser muss man auf die vielen kleinen Luftbläschen Acht geben, da sich diese gerne am Tonboardglas festkleben. Bei gewissen Lichtsituationen kann es zur Spiegelung innerhalb des Tonboards kommen, wie hier beim Untertauchen die Wolken. Beim Ein- und Ausbauen der GoPro im Tonboardgehäuse kann leicht Schmutz in das Innere gelangen. In meinem Fall hier war es ein Plastikbrösel aus der Produktion. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und weitere Videos von mir anschaust. Selbstverständlich auch über ein Like.